Moin moin und hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Galactic Science. Ja, das letzte Mal waren wir damit stehen geblieben, dass wir Wolle produzieren wollten. Sprich, die Stringproduktion ein bisschen zu Effizienz vorantreiben. Habe ich echt nach den richtigen Worten gesucht. Dazu brauche ich 25 Holzblöcke. So. Die Grube dafür hatten wir bei der letzten Folge schon ausgehoben. Nämlich da hinten. Dann setzen wir mal hier die Holzblöcke hin. Immer schön mit dem Gesicht nach oben. Muss also tun, als wäre es ein Baum. Obwohl es eher ein Busch wird. Naja. So, dann die Schere in die Hand genommen. Ich denke mal, der Baum oben dürfte noch nicht ganz so fertig sein, dass wir ihn dafür missbrauchen können. Aber ein Teil ist zumindest schon mal fertig. Den kann man ja schon mal abernten. Genau, und wie ihr sehen könnt, fallen ja hier so dunkle Blöcke nach unten und das sind dann die Infested Leaves, die ich unten auf die Holzblöcke setzen will. Na, wo ist er jetzt hingeflogen? Hallo? Hallo? Oh, naja. Verschwunden. Passiert. Und hüpf. Das jetzt eingesammelt oder habe ich das jetzt nicht eingesammelt? Nein, habe ich nicht. Da liegt's. So, ich muss aufpassen, dass ich hier richtig abbaue, nicht, dass mir hier die Hälfte der Leaves wieder despawnen. Die nicht so sinnvoll. 14. Neunzehn, noch sechs Stück. Hui. Dass ich hier aber immer 5 Kilometer weit fliegen muss, um erstmal eingesammelt zu werden. Schlimm, schlimm. Hüpf. Ich habe den Block da oben genau gesehen. Der landet jetzt auch wieder auf dem Baum. Na, alles schön einpacken hier. Dass auch hier nichts verschwendet wird. Wäre schlimm, schlimm. So. Und hepp. Ach, für den Magneten, den es hier gibt, brauche ich auch Dash. Aber dafür muss ich erstmal Eisen produzieren. Die Rakete brauche ich, glaube ich, 33 Eisenplates oder Stahlplatten. Was ja 66 Eisen entspricht, beziehungsweise 124 Kohle noch zusätzlich. So, dann wäre der Baum ohne Leaves. Ich habe die Leaves im Rucksack. Ja, und der Baum kann dann erstmal da stehen bleiben. Erstmal die Leaves aufsetzen. Jetzt stecke ich hier schon wieder im Schacht fest. Ich will da runter. Nicht hier stecken bleiben. So. Dann schön hier hinsetzen.
Und wie man sieht, die Raupen tun weiterhin ihre Arbeit. Sprich, dadurch, dass ich die Leaves so abbaue, bleiben mir die Raupen erhalten. Würde zwar in der freien Natur so nicht funktionieren, aber naja, dazu ist das ja auch ein Spiel und nicht die freie Natur. So, dann habe ich zwei Schichten. Ich glaube, die dritte kriege ich noch einigermaßen hin und dann ist ein Geländer, oder? War doch etwas mehr als ein Stack. Ein Festival. Genau. Reicht auch, wenn man das regelmäßig erntet, sollte das funktionieren. So. So. Stringproduktion ist gesichert. Jetzt hat er natürlich da oben genug Energie. Und ich keine Kabel. Naja. Ich habe ja zum Glück ein bisschen String eingesammelt. Also machen wir uns eben Fixkabel und schließen das damit an. Ach, das gibt sechs Kabel. Ist das Alu schon hier drin? Nein. Ja. Doch, da waren drei Alu. Ich habe sie genau gesehen. So. Alu in die Mitte. Wolle drumherum. Hätte ich Silikabel. Ich hoffe mal, die reichen. Also geschickt ansetzt eigentlich schon. Total vergessen, dass die Pickaxe ja noch auf 5x5 stand. Das ist mir beim Bauen schon ein paar Mal passiert. Nihihihi. So ein Käse aber auch. Ich wollte doch nur die Kabel verlegen und nicht die Kabel abbauen. So. So. Jetzt ist das hier hinten alles wieder schick. Dann schließen wir mal hier wieder die Kabel an. Ja doch. Ja doch. So. Dann das Ganze einmal nach unten führen. Fertig. Warum denn nicht gleich so? Aber nein, wir müssen erstmal 5x5 abbauen. Was Spaß macht. So, Steine wieder hinsetzen. Ja, zum Glück hat sie ja nie die ganze Maschinerie abgebaut. Das wäre ja ärgerlich gewesen. So, der produziert genug, der produziert auch genug. Das hier aus. Schon wieder alles voller Sauerstoff. Nein, so wird das mit dem Sauerstoff reinfüllen nichts. Ich guck mal, ob ich nicht vielleicht schon einen Relocator zumindest bauen kann, plus das Upgrade. Ich den Sauerstoff rausgepumpt bekommen, und zwar sinnvoll rausgepumpt bekommen. Schauen wir mal. Also, den Relocator brauche ich Glas. Und zwar sechs Stück. Das wird nicht ganz reichen. Hier noch irgendwo Glaspanes. Nein. Aber wir hätten ein wenig Sand, aber das gibt nur ein Glas. Doof. Doof. Was ist denn der Moonrock da drin? Ach, das ist Moon Dirt. Sieht doch fast ähnlich aus. So, Cobblestone haben wir da noch drin.
Tja, Essen hätten wir genug. Jetzt hängt's am Glas. Wie viel Lava haben wir da noch drin? Ich sollte Lava-Produktion anfangen. Dringend. Kann ich dich mal da wieder abbauen, Junge? Stürzt ein bisschen. Dich eingestellt, ja. Sollte mal die Anzeige da oben echt ändern. Nicht, dass sie, ob das im Single eingestellt ist oder. Habe ich da wieder mehr als einen Blockabbau? Oh, ich sollte mal wieder was essen. Wo sind die Kanister jetzt wieder hingeflogen? Tum-tidum. Moment, ich habe doch mehr als zwei gefuttert. Wo ist denn der dritte? Hallo? Kanister? Kanister? Nichts zu machen. Nein, nicht in die Vorbereitungskiste. Schmeiß mal dich derweil da rein. Den Crucible hat man doch, glaube ich, schon gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Ist hier wieder nach oben geschleppt. Ja, ja, jeder Gang macht Schrank. Jupp, da ist er drin. So, dann mal wieder nach unten. Erstmal ein Loch buddeln und in das Loch reinfallen. Ganz toll, Ruby. Richtig klasse. Dann das da drüber stellen. Und eine Kabel. Die sich dann eigentlich automatisch mit Cobblestone. Oder braucht das Ding auch noch? Nein, das funktioniert hier. Ah, Feuer! Ich habe ja noch ein paar. Machen wir das mal eben so. Nicht, dass mir die Barrel abfackelt. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. So. Gut, ist jetzt nicht das schnellste, außer mal das, glaube ich, das schnellere. Oder hinten ist der String fertig. Auf zur Fadenernte. Das unterirdisch zu machen ist eindeutig besser. Das fliegt nicht ganz so weit. Zumindest kann es nicht über irgendeine Mauer fliegen. In der privaten Let's Play, Quatsch, in der privaten Let's Play wird. Alles klar. In der privaten Testwelt, meine ich. Haben wir das Ganze vor der Tür aufgebaut und mein Mann musste dann feststellen, dass die Mauer, die ich gezogen habe, einfach zu klein war. Ende vom Lied war. Tja, die Mauer wurde höher gezogen. Naja, hält einiges an Monstern ab. Obwohl, Monsterprobleme haben wir eigentlich in der privaten Spielwelt im Moment nicht. Wir haben nämlich aus einem Lotteriebeutel eine Magnum-Torch rausgezogen. Yay! 64 mal 64 mal 64 mal 64 Felder Ruhe für Monstern. Was ganz angenehm ist, man kann draußen rumstiefeln, Meteore abbauen, ohne dass man irgendwie Monstern begegnet. Richtig angenehm. Vielleicht haben wir hier ja auch so viel Glück. Und ich ziehe hier aus den Lotteriebeuteln irgendwann mal eine Magnum-Torch raus. Ich und Glück. Das habe ich meistens nur einmal. Aber wer weiß. So, dann mal hier den Leaf wieder aufgestellt. Ha. Schon Angst gehabt, ich krieg die zweite Reihe nicht voll.
Wolle machen? Dann mal kurz an der Nase kitzeln, weil die meinte, sie müsste gerade mal jucken. So, Wolle? Wolle kann zu den Rohstoffen. Dann weiß ich, wo es ist.